Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute möchte ich mit dir über 5 Gründe sprechen, warum das Üben vielleicht nicht so viel Spaß macht. Und ja, es werden 5 Gründe werden, die vielleicht eher überraschen. Ich könnte jetzt auch so einen Tipp geben, den man vielleicht erwarten würde. Sowas wie, du spielst nicht genau das Stück, was dir Freude macht. Aber so einfach will ich es mir nicht machen, weil wenn du hier schon noch länger dabei bist, dann weißt du, dass wir uns wirklich auch tiefgründig mit den Herausforderungen beim Musizieren beschäftigen wollen. Das heißt, wir wollen nicht an der Oberfläche kratzen und so das Symptom, ja, mit der Schmerztablette die Kopfschmerzen abtöten, sondern wir wollen wirklich gucken, was dahinter stecken kann, dass das Musizieren manchmal vielleicht schwerfällt oder wir auch einfach nicht so viel Freude entwickeln können, was dafür Muster einfach dahinter stecken. Und deswegen werden diese 5 Punkte sich vor allen Dingen um unsere Gedanken, also was wir über uns, über unser Spiel denken und den Zusammenhängenden, das ist immer gekoppelt, was wir denken, führt zu Emotionen, unseren Emotionen gehen. Und wenn du da Lust hast, reinzusteigen, dann ist das Video genau das Richtige für dich. Lass uns direkt mit dem ersten Punkt starten. Und das sind die Erwartungen, die wir mitbringen, wenn wir in unser Übezimmer gehen oder überhaupt an unser Spiel denken. Und ich sehe es immer wieder und ich kenne es natürlich von mir auch. Ja, also jeder Punkt soll hier nicht so belehrend rübergebracht werden, sondern das kenne ich natürlich alles selber aus dem FF und ertappe mich auch immer wieder selbst dabei. Ich bin also sehr gespannt, inwieweit du dich da wiederfindest. Ja, der erste Punkt geht um Erwartungen. Ich sehe das immer wieder, wie gesagt, dass MusikerInnen dastehen und denken, sie sind zu langsam, sie müssten das schneller können, andere können das viel besser als sie. Ja, sie sind sowieso schon zu alt und es geht eben, sie kommen zu langsam voran, vielleicht auch auf dem Instrument. Und damit ist einfach ein wahnsinniger Druck in diesem Lernprozess, der eigentlich ja irgendwie auch ein spielerisches Experimentieren, Forschen ist, ein Wachstumsprozess, wo jeder und jede auch an andere Grenzen stoßen wird und andere Dinge wiederum gut kann und leicht überwindet. Also, wenn wir so viele Erwartungen haben daran, was wir irgendwie vielleicht anders machen müssten, schneller, besser können müssten, dann haben wir einfach super viel Druck in dem ganzen Prozess des Explorierens. Dann fehlt die Leichtigkeit, ja, dann kann auch nicht so leicht irgendwie Spaß entstehen, weil man eben irgendwie immer das Gefühl hat, man ist gerade nicht an dem richtigen Fleck. Und deswegen ist dann auch Frust einfach extrem vorprogrammiert. Und um da ein bisschen den Druck rauszunehmen, ja, und ich weiß, dass das alles total schwierig ist und das ist auch echt ein Prozess, wo man sich immer wieder mit diesen Dingen auseinandersetzt, würde ich als ersten Tipp geben, einfach mal zu gucken, was für Erwartungen bringst du eigentlich so mit? Kannst du da was entdecken und kannst du vielleicht etwas finden, was diese Erwartungen, ja, wenn du denkst, oh, ich müsste das schneller können, dann einfach auch hinterfragen. Muss ich das wirklich jetzt gerade schneller können oder behindert mich das nicht eigentlich gerade, weil ich es denke, schneller zu können, dabei auch wirklich den Fortschritt jetzt zu machen? Genau, also Punkt Nummer 1, die Erwartungen, die wir mitbringen, sind oft die erste Hürde, Blockade für Spaß und Freude, am Ende auch für Wachstum beim Musizieren. Punkt Nummer 2 ist, wie du dich beim Spielen fühlst. Ob du dich frei fühlst, ob du dich verbunden mit einem Instrument fühlst oder ob du dich sehr eingeengt und verspannt fühlst und es ist alles so harte Arbeit, da einen Ton zu entwickeln oder auch einen schönen Ton zu entwickeln. Ja, ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass wir in unseren Köpfen gespeichert haben. Und ich spreche hier auch wieder total von mir im Studium. Das Bild, was wir eben haben, die Idee davon, dass wenn wir hart arbeiten, viel investieren, sehr viel aktiv darum kämpfen, dass es besser wird, dass wir dann ein besseres Ergebnis erzielen. Und ich würde, das ist meine persönliche Meinung, würde sagen, es ist genau das Gegenteil. Es geht darum, sich zurückzunehmen, natürlich auch die Technik richtig zu machen. Also es ist nicht nichts tun, aber eben eher zurückzutreten und mehr in diesen Prozess von entstehen lassen, fließen lassen zu kommen.
Also Punkt Nummer zwei ist, der größte oder einer der größten Aufhalter sozusagen von Freude, Spaß und Lockerheit, Leichtigkeit beim Üben ist, wie du dich fühlst oder wie du auch erwartest, wie der Übeprozess, der Musizierprozess sich anfühlen soll. Und mein Tipp ist hier, dass du einfach mal schaust, bewusster mit dem Körper umgehst, Körperbewusstseinsübung vielleicht auch integrierst, um besser zu merken, wo bin ich in einem extremen Spannung oder erzeuge ich eine Spannung, um etwas erreichen zu wollen? Ja, du siehst schon meine Körpersprache so richtig mit Kraft, mit der Brechstange vielleicht auch was, ich übertreibe hier maßlos, mit der Brechstange was erreichen zu wollen und wo kann ich mich zurücknehmen und vielleicht lieber diese Spannung auch wirklich loslassen. Ich kriege auch immer wieder die Rückmeldung in der Zusammenarbeit mit MusikerInnen, dass sie immer weiter in den Prozess kommen, dass sie sagen, wow, ich muss noch weniger machen, ne? Im Sinne von, ich muss noch weniger arbeiten dafür, ich muss eher schauen, dass ich nicht zu viel mich in diesen Prozess aktiv reinbegebe. Punkt Nummer drei für wenig Spaß beim Üben ist, du fokussierst dich nur auf das, was nicht funktioniert, nur auf die Fehler und im schlimmsten Fall packst du dein Instrument wieder ein und hast nur diese Gedanken von, oh, die Stelle klappt nicht, hier muss ich noch mehr machen, das kann ich noch nicht. Und wo es herkommt, ist auch klar, ne? Unser Gehirn probiert halt herauszufinden, was nicht funktioniert, weil das auch ein Schutzmechanismus war, ein ganz alter Schutzmechanismus. Was nicht funktioniert, was fehleranfällig ist, kann für uns am Ende lebensbedrohlich werden. Und von daher wollen wir, ist unser Gehirn darauf konditioniert, dass wir auch die Fehler finden, um dann eben eine Lösung dafür zu finden. Das heißt, unser Gehirn sucht erstmal nach Fehlern. Das ist ja auch eine gute Qualität, denn natürlich wollen wir an uns arbeiten beim Musizieren, wenn du hier dabei bist, sowieso. Ne? Also wir wollen ja wachsen und wir wollen uns auch unseren Schatten und unseren nicht so guten Teilen, was wir noch nicht so gut können, halt stellen. Aber ich habe für mich erfahren und ich sehe das auch in Zusammenarbeit mit anderen, dass es einen wahnsinnigen Unterschied macht, wenn wir es schaffen, das in Balance zu bringen. Also wenn wir nicht nur immer den Fehler sehen, sondern eben auch anerkennen können, was wir heute schon erreicht haben oder was schon gut geht. Oder uns auch mal daran erinnern, wie es vor ein paar Monaten war. Ich empfehle dafür immer mal ein Stück rauszunehmen oder eine Etüde rauszunehmen, die du vielleicht vor ein paar Monaten gespielt hast und sie heute aufzulegen. Und meistens haben wir gar nicht mitbekommen, wie stark wir auch wirklich in dieser Zeit gewachsen sind. Und das macht dann wahnsinnig viel Spaß, da einfach nochmal reinzugehen. Ja, also den Fokus etwas zu verändern, hilft dabei, wie wir uns fühlen und wie viel Spaß wir auch an der Sache haben. Und Motivation hängt ganz viel damit zusammen, dass wir das Gefühl haben, voranzukommen, Fortschritte zu sehen. Und die sind ja immer da. Ich glaube oder ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir sie nur nicht immer sehen können, weil wir unserem Gehirn auch aktiv sagen, worauf es achten soll. Wir können das. Ja, also du kannst sagen, ich möchte heute draußen, weil du dir als nächstes ein rotes Auto kaufen willst, dann siehst du nur noch rote Autos. Das heißt, du kannst auch beim Üben entscheiden, dass du jetzt eben nicht nur den Fehler nur sehen willst, sondern auch die guten Seiten. Und ganz ohne schlechtes Gewissen, denn da habe ich auch lange dran geknabbert, da ich dachte, ja, aber wenn ich mich jetzt nur in das Gute reinbegebe, na, dann werde ich wie so weichgespült und dann werde ich an meinen schlechten Seiten gar nicht mehr arbeiten. Ich glaube, ganz ehrlich, bis wir da angekommen sind oder es gibt so wenige Menschen, die in dieser rosa-roten Brille unterwegs sind, dass sie denken, alles ist immer richtig toll oder so. Also auch wenn dich das jetzt vor allen Dingen hier gerade vielleicht erreicht, die Worte, und du denkst, ah, das trifft irgendwie auf mich zu oder du das Gefühl hast, ach, ich kann das so richtig gut nachfühlen. Ich glaube, dann hast du da nicht so das Problem, dass du alles super toll findest, sondern dass es eher um diese Balance geht. Also Punkt Nummer drei ist, du fokussierst dich nur auf den Fehler oder vor allen Dingen auf den Fehler. Das ist ein großer Killer von Freude beim Musizieren und Üben. Punkt Nummer vier, du hast kein Ziel, was du wirklich von Herzen verfolgen willst. Ich glaube, wir haben, und ich kenne mich selber, ich habe mein größtes Ziel, was ich verfolgt habe, was wirklich, glaube ich, nicht von Herzen kam. In der Rückschau ist es natürlich auch immer einfacher, ist, dass ich als Orchestermusikerin arbeiten wollte. Und ich habe erst sehr, sehr spät verstanden, dass ich
emotional, dass das nicht meine emotionale Wahl war, also was ich wirklich von Herzen wollte, sondern ein rationaler Grund oder auch vom Ego, ja, dass man so sagt, wenn du Musik studierst und eine Stelle gewinnst, dann bist du sozusagen richtig toll auf deinem Instrument. Und das war sozusagen das, was ich damit verbunden habe, dass irgendwann ich sagen kann, boah, wenn ich eine Stelle habe, dann bin ich richtig gut. Also ich wollte nur die Bestätigung, dass ich richtig gut bin, von außen bekommen. Aber emotional habe ich das einfach nicht gespürt. Das ist mir aber erst sehr spät aufgefallen, weil ich gar nicht so sehr damit in Kontakt war, was meine Emotionen eigentlich so sagen, sondern ich immer mein Leben sehr vom Kopf gesteuert habe. Wenn du dich jetzt hier vielleicht auch wiedererkennen kannst und denkst, oh ja, ich habe auch immer gern einen Plan und ne, ich kann mir auch immer gute Gründe sagen, warum ich bestimmte Stücke oder Etüden machen soll, vielleicht lohnt es sich für dich, einfach mal zu gucken, wie stehe ich wirklich emotional dahinter. Also möchte ich dieses Stück aus, ich mache jetzt mal ein Beispiel, aus dem Grund machen, weil es ein schweres Stück ist und wenn ich das spielen kann, dann kann ich mich sozusagen so von außen die Bestätigung holen von meinen Lehrer, Lehrerinnen, anderen MusikerInnen, dass ich halt so toll spielen kann. Oder will ich das Stück wirklich, weil wenn ich das höre, dann geht mir das Herz auf oder die Musik macht etwas Besonderes mit mir. Das wäre jetzt zum Beispiel mal so ein konkreter Fall, wo man das ganz gut dran erkennen kann. Und warum ist das so wichtig, ein Ziel zu haben, was wir wirklich aus dem Herzen wollen? Weil wir dann auch viel leichter Spaß haben, daran zu arbeiten. Wir sind einfach emotional und gedanklich, also von dem rationalen Denken involviert und unsere Emotionen treiben unsere Taten und deswegen macht es das so viel einfacher. Also wenn du ein bisschen mehr Spaß beim Üben brauchst oder ein bisschen mehr Motivation, dann empfehle ich auf jeden Fall mal zu schauen, ob du wirklich emotional und rational hinter deinem Ziel stehst oder ob du auch eins hast. Und der allerletzte Punkt, der fünfte Punkt, ist ein bisschen ähnlich zu der Fehlersuche, die wir schon im Punkt 3 hatten. Es geht hier aber nochmal ein bisschen tiefer, nämlich, dass du einfach die ganze Zeit unzufrieden mit dir bist. Ja? Also du bist nicht nur an der Fehlersuche, sondern du bist latent damit unzufrieden. Vielleicht wie du übst, wie du spielst, wie oft du übst, dass du zu wenig übst, ja, wie du auf der Bühne spielen kannst, wie du klingst, wie die Technik funktioniert. Da kann man einfach so viele Dinge aufzählen. Und wenn wir damit einfach die ganze Zeit unzufrieden sind, dann macht es natürlich absolut keine Lust und dann ist alles schwer und dann brauchen wir super viel Kraft, um uns zu motivieren. Weil warum, ne? Also unser Gehirn will schöne Sachen erleben, deswegen essen wir so gern Schokolade, weil es uns ein gutes Gefühl gibt. Wir suchen nach Dingen, die uns ein gutes Gefühl geben. Also warum sollte dir dein Körper und dein Gehirn dabei helfen zu üben, wenn du die ganze Zeit ne, ein ungutes Gefühl dabei pflegst? Weil du so unzufrieden bist. Das ist auch schon der Kern des Ganzen. Ne? Wenn du wirklich mehr Spaß und Freude dabei haben willst, dann erlaube dir einfach mal auch ein bisschen zufrieden zu sein. Und ich kenne das auch so gut aus dem Studium ganz, ganz besonders. Ich bin immer weiter in das Loch gegangen von Unzufriedenheit, weil ich gedacht habe, wenn ich umso unzufriedener ich bin, umso härter arbeite ich an mir, umso mehr Antriebskraft habe ich, dass ich mich verbessern möchte. Und ja, natürlich kann man den Weg so wählen, dass man sagt, ich halte mir die ganze Zeit meine Fehler und ich bin unzufrieden damit und ich probiere dagegen anzukämpfen. Aber ich habe auch für mich festgestellt, dass es viel einfacher ist, wenn ich auch hier in die Balance komme und dass ich dann wirklich aus einem ganz anderen Standpunkt anfange zu üben und mein Musizieren zu gestalten und dass das am Ende eine viel schönere Erfahrung insgesamt ist und dass es auch nicht dazu führt, dass ich irgendwie weniger an mir arbeiten würde oder vielleicht weniger am Ende üben würde. Und was ich jetzt am Ende noch sagen will zum Thema Unzufriedenheit. Musizieren und ein Instrument zu lernen ist sowieso etwas, was ja so viel von uns fordert, wo wir so viel mit unseren Mustern, wir haben heute schon über einige hier gesprochen, konfrontiert sind, wo emotional so viel läuft. Und das ist ja auch alles sehr unbewusst oft, ja, dass wir gar nicht so genau wissen, warum bin ich jetzt gerade so unmotiviert, warum macht mir das keinen Spaß, obwohl mich Musik glücklich macht. Ne? Und hier sind so ein paar Ideen dabei einfach, was vielleicht der Grund dafür sein könnte, warum eben das Üben so
nervig ist und das Musizieren aber so viel Glücksgefühle bei uns hervorruft. Und weil das so ein herausfordernder und so vielschichtiger Prozess auch ist, möchte ich dich wirklich einfach anerkennen dafür, und du kannst es auch gerne einfach selber machen, dass du dich dem stellst, ein Instrument zu lernen. Und ich wette, du kannst mindestens 2, 3 Leute in deiner Umgebung aufzählen, die immer sagen, dass sie schon immer ein Instrument spielen wollten, dass sie es nie gemacht haben oder vielleicht mal angefangen haben, wieder aufgehört haben. Genau aus den Gründen, weil diese ganzen Dinge auf einen einprasseln und man auch irgendwie damit umgehen muss. Mit den Gedanken, dass man sich die ganze Zeit schlecht fühlt, dass man nicht zufrieden mit sich ist. Und natürlich hat man auch die schönen Momente und die treiben ja auch einen an. Aber man muss eben auch das andere mitkommen, mit dem irgendwie klarkommen. Und das ist nicht für viele so einfach. Und ich probiere hier meinen Teil auch zu leisten, dass wir besser damit umgehen können, weil ich eben glaube, dass es gar nicht so viel mit dem Instrumentspielen an sich zu tun hat, sondern ganz viel mit dem, wie wir es auch erfahren und was wir für eine Haltung dem gegenüber haben. Wenn du also Lust hast, da tiefer auch einzusteigen und dich mit dir und dem Musizieren auseinanderzusetzen, lade ich dich herzlich ein. Wir können 1:1 mal schauen, was wirklich deine Gedanken, deine Emotionen sind, woran es liegt, dass du vielleicht bei deinem Üben und deinem eigenständigen Musizierprozess noch nicht so viel Freude und Leichtigkeit entwickeln kannst, wie du es vielleicht im Orchester spürst, im Ensemble spürst. Ja, es sind oft einfach Dinge, die wir selber auch gar nicht so sehen können und jemand von außen viel besser erkennen kann. Genau, und jetzt bin ich gespannt. Lass mir super gerne einen Kommentar da, was du für dich vielleicht am ehesten entdecken kannst. Vielleicht entdeckst du dich bei mehreren Punkten, vielleicht auch bei keinem. Auf jeden Fall freue ich mich sehr darauf, von dir zu hören. Und als letzte Sache möchte ich noch erwähnen, dass wir in der Community, also wenn du in der Community bist, bekommst du regelmäßig mein Newsletter oder den Community Letter. Und in dem erfährst du auch immer über regelmäßige Co-Übetermine. Das sind Termine, wo wir gemeinsam zusammenkommen und parallel üben. Da gibt es auch immer ein bisschen Input von mir. Und was, glaube ich, das Schönste ist, ist der Austausch zwischen all den MusikerInnen, die dabei sind, wo wir sehen können, wir haben wirklich alle ähnliche Herausforderungen und man ist nicht allein damit, mit den schönen und auch mit den herausfordernden Seiten. Genau, und jetzt wünsche ich dir frohes Üben, deine Melina.